Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Final Fantasy 14 Realm Reborn. Mir ist letztens die Aufnahme abgekackt, deswegen muss ich die Handy nochmal neu starten. Herrscher der Flammen, erhöre unseren Ruf, Herrscher der Lohn, gewähr uns deine Gnade. Ich hoffe nur, die Leute haben Geduld. Und mächtiger Ifrit, Herr des Infernos, steig zu deinen Dienern herab in flammenlodernder Ehrlichkeit. Ja, wir bringen dir diese unwissenden Wilden aus als Entgabe zur Feier deiner Vollkommenheit. Reinige ihr verdorbenen Seelen mit in deinem sengenden Feuer und nimm sie zu dir. Verflucht! Auch diese beiden da, bringt sie her! Was soll das? Das hatten wir nicht abgemacht! Niemand außer seinen Dienern darf der Beschwörung des göttlichen Ifrit beiwohnen. Ihr bezahlt die Enthüllung vor unwürdigen Augen mit eurer Seele. Nein, nein, das könnt ihr nicht. Ich flehe euch an. Ihr törichten Geschöpfe, mein Atem wird das Zeichen des Feuers in euren Seelen brennen. Erhebt euch als meine ergebenen Diener, sprecht mir Lobpreis und Ehren, auf das meine Flammen hell leuchten mögen in alle Ewigkeit. Oh, mein echt mächtiger Ifrit. Wir preisen dich, flammender Gott, flammender Gott. Sind jetzt alle besessen. Deine Worte seien mein Bekenntnis. Was geht dir vor? Warum widerstehst du allein? Berührt der Herr nicht dein madenzerfressenes Herz? Bist du etwa... Du bist schon von einem anderen Götzen besessen. Ja, nicht anders kann es sein. Dein sterbliches Fleisch soll Gefäß sein, nur für einen, den einzigen Gott, mich. Doch ich rieche keinen fremden Götzen an dir. Es ist ohne Zweifel, du bist eine ohne jeglichen Gott Begnadete. Die Götterboten warnten uns vor solchen deiner Art. Bekehrst du dich nicht zu mir, so soll deine Existenz nun enden! Der Kampf ist gar nicht schwer. Wir haben alle Protest. Dann auf geht's! So, immer von hinten angreifen, das macht den meisten Schaden. Wie immer. Und seine Angriffe kann man nicht so gut kommen sehen. Ich werde auch mal ein Limit einsetzen. Mal sehen, ob ich einen zweifachen Limit hinkriege. So, ab der Hälfte kommt so ein Feuersdingen, das müssen wir vernichten. Thank you.
Noch sehe ich nicht. Alle auf dies hier. Wenn das nicht tot ist, kriegen einen ordentlichen. Ja. Kriegen wir ein Game Over. Ich glaube, das war gerade rechtzeitig. Das hat Vegetar davon gut, konnte man schlecht ausweichen. Mal sehen, kriegen wir noch einen zweiten Limit hin? Dann mache ich das mal. Mir hat gesehen, der war heftig. Er hat nämlich um die 600 Schaden gemacht. Habe ich das richtig gesehen? Der macht bei jedem Nahkämpfer, glaubt, das Gleiche. Und da ist unser zweiter Kristall. 6 Kristalle gibt es. Den ersten haben wir so gefunden, den zweiten haben wir durch Ifrit bekommen. Der Feuerkristall. Die Aufnahme wenigstens auch drin. Ich glaube, Bahamut ist sogar ein Raid. Helena Leonard! Tut mir leid, dass ich spät dran bin. Ich hatte es, ich hatte da ein paar Maljar im Nacken. Ich sage dir, die wollten mich alle zu ihren Religion bekehren. Verdammte hartnäckige Bande! Ich sehe, die Gefangenen wurden schon in Sicherheit gebracht. Das sollte man von Raubans besten Leuten in der Legion auch erwarten. Was die beiden der Verräter angeht, auf die wartet eine höchst unerquickliche Zeit. Sie werden eine ganze Reihe von Fragen beantworten müssen. Und bei dir, Helena Leonhard, muss ich mich entschuldigen. Ich konnte ja nicht ahnen, dass deine erste Mission gleich in eine solche Feuertaufe ausarten würde. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber lass uns das Gespräch doch in einer etwas angenehmen Umgebung fortführen. Das ich leider schon beendet habe, weil Aufnahmen kaputt. Wir brechen auf. Alle, die mitkommen, hier entlang. Aber in dem Gespräch mit ihm haben wir nur gehört, dass der jetzt einen Liebsten früher eingegriffen hätte und so weiter. Das war also der große Ifrit. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Die Werte sind weit entfernt von dem, was ich erwartet hätte. Selbst wenn man die Gegenmaßnahmen
dieser Uldane einberechnet. Was willst du auch anderes erwarten, wenn du dich auf 5 Jahre alte Daten der 7. Legion verlässt? Und bei der momentanen politischen Lage können wir die Unterstützung des Kaisers bei den Untersuchungen vergessen. Wir können niemanden vertrauen, außer uns selbst. Pessimistisch wie immer, Livia. Versprich mir, dass du dich nie änderst. Wir haben genug Zeit hier verschwendet. Dein Messgerät ist verdammt nochmal zu alt, um irgendetwas Brauchbares anzuzeigen. Vielleicht gab es heute nichts Besonderes zu messen. Gut, dann begnügen wir uns eben mit dem Bewusstsein, dass wir unser Hauptziel erreicht haben. Trotzdem beunruhigt mich diese Abenteuerin. Eine solche Stärke konnte uns noch hinderlich werden. Mag sein, aber dafür ist es jetzt nicht die Zeit. Der Legatus hat dir eine Aufgabe erteilt. Und die hast du zu erfüllen. Ich schlage vor, dass du dich etwas mehr ins Zeug legst. Sonst werde ich dir Respekt vor ihm beibringen. Hä? Wer solche Verbündete hat, braucht wirklich keine Feinde. Ich werde mich hüten, eine liebestolle Frau gegen mich aufzubringen. Ah ja. Na, ich habe noch 5 Minuten Zeit, das Grab der Lore zu verlassen. Gibt's hier eigentlich keine Kiste? Hier gibt's wirklich nichts. Du hast die Aufzeichnung wertvollster Spiele erhalten. Warum? Weil ich nur nicht gegangen bin oder so? Weil ich noch drin war, bestimmt. Okay, wir sind auf jeden Fall in Sonnenwind. Also in der Nähe von Sonnenwind. Normalerweise hätten wir mit Tankred geredet. Der hätte gesagt, er hätte uns lieber früher geholfen. Aber jetzt geht er doch zu Sonnenwind und sagt wenigstens das Ergebnis der Mission, damit er jetzt wenigstens zu etwas Gute war. Siegreiche Prima-E-Kriegerin. Tankred ist vor wenigen Augenblicken zurückgekehrt. Er ist schon im Saal bei Menphilia. Geh doch rein, damit sie sieht, dass du wohlbehalten bist. Und wäre ich nicht so unvorsichtig gewesen, so wäre sie nicht in die Hände der Amal'Jar gefallen. Ganz zu schweigen von der Konfrontation mit Ifrit. Ich habe sie in große Gefahr gebracht. Es ist zwar nochmal gut ausgegangen, aber ich kann es mir einfach nicht verzeihen. Tankred, was passiert ist, ist passiert. Sei nicht so hart zu dir. Oh, Helena. Wie schön, dich zu sehen. Ah, du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Gerade habe ich Minfilia von deiner Heldentaten erzählt. Du hast Ifrit besiegt, Helena. Das ist einfach unglaublich. Ich bin beeindruckt. Das Risiko war beachtlich, aber mit deiner Hilfe haben sich die beiden Fälle aufgeklärt, die wir untersuchen wollten. Genau wie wir vermuten hatten, wollten die Amal'Jar ihren Prima Ifrit beschwören und dafür raubten sie die Kristalle und entführten die Flüchtlinge. Was du vielleicht noch nicht weißt, ähnliche Vorfälle ereignen sich auch in Limsa, Luminsa und Gridania. Du fragst dich sicherlich, wie die Zwischenfälle nun mit der Prima Beschwörung in Zusammenhang stehen. Der Lebensquell der Prima ist Äther.
Sie brauchen diese Energie, um zu existieren. Je stärker sie sind, desto mehr Äther erfordert ihre Beschwörung. Du weißt, dass Äther die gesamte Schöpfung durchströmt. Er ist in der Luft, im Wasser, überall. Doch diese verdünnte Form ist nicht stark genug. Das ist der Grund, warum ein Überfall auf eine Kristallkarawane nicht selten auf Aktivitäten der wilden Stämme hindeutet. Was die Frage offen lässt, warum auch noch Leute entführt werden. Nun, dazu musst du erst verstehen, wie Primae geboren werden. Wenn alles in der Welt in Harmonie ist und keine Konflikte bestehen, existieren auch keine Primae. Ihre Essenz ist gelöst im großen Ätherstrom, Körper und gestaltlos. Doch, ach komm! Diese Hilfeschreie erreichen den Ätherstrom und den Geist der Primae, der darin verteilt ist, und bringen ihn zur körperhaften Existenz. Dabei verschlingt er Unmengen. Ach komm, ich hab's kaum berührt, Mann! Oh, das riecht mich auf. Ich brauch das Ding nur drankommen. Weg! Der nächste Text. Das müssen die unbedingt fixen, weil... Wozu gibt's eine Maus? Wozu kann man eine Maus anschließen? Wenn man einen Controller spielt, dann will ich auch ein Controller-Feeling haben, ey. Sobald sich eine Primae so manifestiert hat, wird er durch die Gebete und Wünsche seiner Diener stärker und stärker. Je mehr und je fanatischer die Anhänger, desto stärker wird auch der Primae. Aber sie begnügen sich nicht mit gelegentlichen Gebeten, sondern sie fordern absoluten Gehorsam und schrecken nicht davor zurück, den Geist von immer mehr Unbeteiligten zu beeinflussen. Du hast es selbst bemerkt, als es auf einmal deine Mitstreiter von der Legion anfing, Ifrit zu lobpreisen. Interessanterweise warst du allerdings nicht davon betroffen, und zwar weil du die Kraft des Transzendierens besitzt. Ich bin ein Transzendent. Mal wieder! Wir wissen nicht warum, aber alle mit dieser Gabe sind immer immun gegen die Beeinflussung durch die Primae. Also Minfilia auch. Als ob eine Macht über uns wachte, die größer ist als die der wilden Gottheiten. Als du das erste Mal zu uns gekommen bist, habe ich dir gesagt, dass deine Kraft eine entscheidende Rolle in der Primae-Frage spielen wird. Ich denke, du verstehst jetzt wieso. Oh ja, die Vorfälle, die wir in letzter Zeit beobachten konnten, haben allesamt eines gemeinsam. Sie sind hervorragend geplant. Eine sehr bedenkliche Entwicklung. Aber immerhin, ihr beide seid heil zurückgekommen und darüber bin ich sehr erleichtert. Die Legion der Unsterbliche hat uns versichert, dass sie sich um den Rest kümmern werden. Wir können also erst einmal durchatmen und uns dann des weiteren Vorgehen überlegen. Ich schlage vor, dass du dich gut ausruhst, Helena. Wer weiß, wann du wieder die Zeit dazu hast, sobald in der Bevölkerung bekannt wird, was du vollbracht hast, wirst du keine ruhige Minute mehr haben. Yep. Ich weiß nicht, ob Minfilia es bewusst verschwiegen hat, aber früher oder später wirst du es sowieso erfahren. Deswegen hörst du es besser von einem von uns. Wir haben die beeinflussten Entführungsopfer zwar gerettet, aber sie alle müssen hingerichtet werden. Auch die, die an deiner Seite gekämpft haben. Ich muss wohl nicht darauf hinweisen, dass diese Information unter uns bleibt. Ich denke mal, ich weiß auch warum. Denn
Die sind ja beeinflusst worden. Das heißt aber nicht, dass die Beeinflussung nach Ifrits Tod weg ist. Die könnten uns sozusagen immer noch verraten. Leider. Deswegen müssen sie wahrscheinlich hingerichtet werden. Schade. Mir tut es im Herzen weh, aber es muss geschehen. Wenn jemand dem Einfluss einer Primary zum Opfer gefallen ist, so gibt es keine Heilung. Solange er lebt, gehört seine Seele den Primary und trägt immer mehr zu dessen Stärkung bei. Der Bund der Morgenröte wird unermüdlich weiterkämpfen, damit in Zukunft keine Unschuldigen... Ja. Wenn du mich jetzt entschuldigst, ich muss General Rauban sprechen und ihm die schlechte Nachricht überbringen. Bis zum nächsten Mal und pass auf dich auf. Ganz ehrlich, den hätte ich am liebsten in Dissidia. Aber wer weiß, was es als DLC-Charaktere gibt und welche Charaktere es noch reinschaffen in Dissidia. Ich freue mich schon auf Dissidia. Kommt aber erst nächstes Jahr. Wenn Luzon noch unter uns wäre, wäre das alles nicht geschehen. Wenn ich die anderen beschützen will, muss ich stärker werden. Würde ich mal sagen, beende ich den Part auch an dieser Stelle. Bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bye bye, euer Zveneta.